Heute gibt es einige 10-Kilometer-Eier, die erste Ladung sogar 9 mal 10-Kilometer-Eier. Doch zuerst wollte ich noch etwas zum Sternenstück sagen, wie man das vielleicht besser einsetzen kann. Ich habe nämlich gemerkt bei meinem Inventarvideo, dass viele Leute Sternenstücke bunkern, weil sie nicht wissen, wann, wie, am besten, sinnvollsten einsetzen. Ich mache eigentlich schon, wenn ich so ein Video mache, seit Anbeginn der Zeit versuche ich, 9 Eier so zu timen, dass die alle gleichzeitig aufgehen, auch wenn es unterschiedliche Kilometer sind. Das hat für mich den Vorteil, dass wenn ich sie live kommentiere, direkt 9 Eier aufgehen und nicht immer 3 Eier, die muss ich dann zusammenschneiden, dann nochmal 2 Eier und dann verliere ich immer den Redefluss, sondern immer 9er Ladung. Irgendwann kam dann das Sternenstück dazu und es hat sich plötzlich richtig gelohnt, das so zu machen. Und ja, diese Strategie will ich nur nochmal bewerben. Man muss sich ausrechnen, wie kann man Sternenstücke nutzen. Wie bekommt man ansonsten einen Sternenstaub? Ja klar, durch das Fangen von Pokémon. Wie viele schafft man pro halber Stunde, ist die Frage. 50? Vielleicht 100, wenn man in einer krassen Stadt lebt mit Rauch- und Lokmodulen? Aber selbst 100 in einer halben Stunde geben umgerechnet, ich weiß, Entwicklungen geben mehr und so, aber Daumen mal Pi, 10.000 Sternenstaub. Dann quetscht man vielleicht noch einen Raid rein, bekommt da ein bisschen Sternenstaub, dann füttert man Bären in die Arena. Sagen wir, man schafft 15.000 Sternenstaub. Dann ist das sogar weniger, als einfach nur 9 Eier parallel aufzumachen und dann die restliche halbe Stunde auf der faulen Haut zu liegen. Also Eier sind wirklich das beste Einsatzgebiet für Sternenstücke, muss ich so sagen. Und vor allem jetzt, Gekkabor Community Day, da sind die Brutmaschinen 4-mal so effektiv, also die Distanz auf 1/4 reduziert. Und das kann man eventuell ein bisschen nutzen und bedenken. Ich mache das gerne. Und dazu noch Geschenke öffnen. Der Sternenstaub aus Geschenken wird vom Sternenstück erhöht. Dann die Wochenbelohnung 6000, sowas wird auch immer erhöht jeden Montag. 9 Uhr. Wenn man das alles irgendwie kombiniert, dann holt man da richtig, richtig viel Sternenstaub raus. Was bei mir also nur als Vorteil für die Videos begonnen hat, 9 Eier parallel ausbrüten, ist mittlerweile mit den ganzen Sternenstücken richtig genial. Gut, das wollte ich noch sagen und jetzt viel Spaß mit den 10 Kilometer Eiern. Oh, Spielezeit. Oh. 9 mal 10 Kilometer Eier. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so früh wieder sagen kann, aber hier bin ich. Die habe ich jetzt alle beim Rayquaza-Wochenende gesammelt und dann mit der unendlichen Brutmaschine regelmäßig weggebrütet. Lavita ist hier das erste Pokémon im Bunde und ich bin bei 13,2 Millionen Sternenstaub mal wieder. Man muss aber auch bedenken, dass ich hier so viele Mammutelle hochgepusht habe und so. Also genau, es geht immer was weg und es kommt wieder was dazu. Und so eine 9er Ladung mit Sternenstück, die gibt schon, ich sag mal so 40.000, 50.000 Sternenstaub. Obwohl, nein, 50.000 nicht, das ist übertrieben gesagt. 30.000 bis 40.000. In etwa, würde ich mal sagen. Und ein Trassler haben wir hier. Nö, auch nicht so gut. Aber ich mache in dieser halben Stunde mit Sternenstück natürlich immer was. Und von daher habe ich da weitaus mehr gesammelt. Ein Dratini bisher, jedes Pokémon einmal und keines doppelt. Das soll bitte so bleiben. Das fände ich nämlich genial. Fast 4.800 Sternenstaub, das Maximum mit Sternenstück, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das geht schon in Ordnung. Heute ist übrigens der 19.3. Bei den Zahlen habe ich manchmal so einen Dreher drin in letzter Zeit. So, ein Tanhell. Okay, wir bleiben dabei, keines doppelt. Es gibt momentan 20 verschiedene Pokémon in den 10-Kilometer Eiern. Also wenn ich 9 davon ausbrüte, das wäre schon eine ordentliche Leistung, wenn keines davon doppelt ist. Riolo wäre natürlich lecker oder ein Kindwurm oder ein Shiny Absol oder ein Driftlon. Das geht auch in Ordnung. 684, nö, leider nicht. Fast 4000 Sternenstaub. Ja, also das mal 9 gerechnet, da kann man schon sagen, wenn ab und zu auch ein bisschen mehr kommt, knappe 40.000, 35.000 Sternenstaub werden das sein. Bin gespannt, wie lange es jetzt dauern würde, obwohl mache ich das? Wieder 10 Kilometer Eier sammeln, Barschwar. Hey, schaffe ich das? Das wäre genial. Mal eine komplette 9er Ladung, ohne dass ein Pokémon doppelt ist. Das würde ich ja mal richtig feiern. Barschwar, 153 Wettkampfpunkte. Oh, das ist gut. Das ist auf jeden Fall gut. Mein bestes Barschwar momentan ist ein 98er. Habe ich auch ausgebrütet. Also von daher ein Voltilam. Boah, viele Eier fehlen, glaube ich, nicht mehr.
Das würde mich wirklich erfreuen. Okay, das war ein bisschen weniger Sternenstaub, aber damit kann man auch leben. Komm, nichts doppelt. Wir spielen hier nicht Schwarzer Peter, bitte. Keines von den bisherigen Pokémon Kognodon. Ja, richtig genial. Hammermäßig, 1003. Das ist so in etwa die goldene Mitte. 1040 ist perfekt. Aber die Candies, auf jeden Fall. Eine Entwicklung habe ich schon gemacht für mein Video. Kognodon ist das neue Despota. Nein, Rameidon ist das neue Despota, so habe ich es genannt. Weil es Despota als Gesteinsangreifer vertrieben hat. Oder es hat ihm Rang 1 abgelaufen. Jedoch hält das Ding wirklich nichts aus. Neulich habe ich gegen eines in einer Arena gekämpft. Komm, Voltilam, du machst mir hier meine Freude kaputt. Wir haben das erste doppelte Pokémon. Okay, ist aber nicht schlimm. Da war schon wirklich viel Unterschiedliches dabei. Haben wir noch eines? Nein, wir haben keines mehr. Das waren sie, die letzten neuen Pokémon. Richtig feines Highlight. Und ich glaube, da geht noch eine Ladung. Der Schilling, Alter. Und da bin ich wieder mit 6 10-Kilometer-Eiern und 3 Fünfern. Wir starten mit einem nicht gefundenen GPS-Signal und einem Bummels mit versteckten Wettkampfpunkten. 554. Ein perfektes wäre 572. Das hat jetzt ehrlich gesagt wieder ein bisschen länger gedauert und dann habe ich nur 6 Zehner bekommen, aber gut. So, ein Janma ist am Start. Habe ich auch noch nicht entwickelt zu Janmega. Oh, unter 800. Das weiß ich auswendig. Das ist richtig schlecht. Achso, das waren 5 Ei. Das ist richtig schlecht, genau. Mal schauen. Für die nächste Ladung wieder ein paar Zehner und 5er gemischt. Genau, genau. Evoli ist am Start. Machen wir mal ein Video ohne 7 Kilometer Eiern. Die habe ich echt schon zur Genüge. Da hebe ich mir vielleicht meine Motivation, meine Energie für die 7er Eier auf, wenn da wieder was Neues rauskommen sollte. Falls was rauskommen sollte. Und in der Zwischenzeit sammle ich lieber ein bisschen Sternenstaub und Bonbons aus den anderen Eiern. Fritzelblitz habe ich aus 100% in 100% aus London. Habe ich da 1200? Das war gerade relativ wenig. Ich spreche von wenig Sternenstaub. So miese Zahlen ist man ja nur von den Alola-Eiern gewöhnt, die gar nicht mehr Alola-Eier heißen. Für den nächsten Raid-Boss muss ich vermutlich nicht wirklich viel pushen. Also da erspare ich mir in der Hinsicht Sternenstaub. Tanhell ist am Start aus dem 10er-Ei. Aber ich würde vielleicht ein bisschen Sternenstaub... Nein, ich sag's lieber nicht, wofür ich das ausgeben werde. Denn ansonsten läuft es manchen Leuten wohl kalt den Rücken runter. Nein, Spaß beiseite. Also ich tendiere zu einer zweiten Ladeattacke für mein 100er Rayquaza. Ich habe genügend Candies mit einem Absol. 1443, 1443. Oh, das ist fast ein 100er von unten. Mann, 1370 wäre das Schlechteste. Absol, könnte man auch in Shiny brüten. Ist eigentlich selten. Und ich bekomme es hier schon zum zweiten Mal in meinem Leben, glaube ich. Oder zum dritten Mal aus den Eiern. 21.03. heute übrigens. Ja, absolut genial. Jetzt nur noch in Shiny, das fehlt mir auf jeden Fall. Ich habe kaum noch Raids gemacht, was man auch anhand meiner Candies erkennen kann. Ich habe auch noch vergleichsweise wenige Shinux-Raids. Manche machen da ja wirklich jeden mit in der Hoffnung auf ein Shiny. Und keine Ladung mit 10 Kilometer Eiern ohne einem Voltilam. Das dürfte klar sein. Und vor allem nicht ohne einem schlechten Voltilam. Also bitte. Und da ist sogar noch eines. Sehr schön. Ein lila Ei. Und wir haben noch einen Bummels. Okay, das hatten wir doch schon, oder? Und es wird schlechter. Nein, das ist ganz und gar nicht gut. Das ist wirklich ganz und gar nicht gut. Da setze ich ja fast die Attacke Gene ein im echten Leben. Noch eines? Wie viele Eier hatten diese Ladung? Aber gut, ich will mich nicht beschweren. Doch, ich will mich beschweren. Wo kann ich mich beschweren? 558. Ja, das ist immerhin nicht so schlecht, aber... Dreimal Bummels. Alles klärchen. Das war früher, als die Generation noch nicht da war, das ultimativ gehypteste Pokémon. Oh, das wird so viele WP erreichen, Leute. Das beste Pokémon der Welt. Und was ist jetzt los? Keine Ahnung, gar nichts ist los. Later King liegt so voll rum. Okay, kleiner Zwischenstand. 5124 Eier, gleich noch eine Ladung, oder? Machalo. Und da bin ich wieder, leider diesmal mit weniger 10er Eiern. Da wollte einfach nicht so viel kommen. Es beginnt aber mit einem Tanhell schon mal. So, Moment, ich habe die Eiliste gar nicht offen. Bin gleich wieder da.
dass ich natürlich immer weiß, es sind direkt gute dabei, die WP, 100% WP und so. Da gibt es mittlerweile ein Flagmon Zorian, 2er-Ei auch dabei, ging diesmal nicht anders. Gibt es mittlerweile einige Listen im Internet. Ich verwende ganz gerne die von The Silph Road. Und ja, aber da kann man sich seine eigene raussuchen. Ich empfehle die von Silph Road, die ist immer aktuell. Ich kenne die Leute dahinter. Diesmal leider ein bisschen Chaos, es sind auch nur 8 Eier parallel. Da habe ich ein wenig verpennt, die dann wieder reinzugeben. 1 Korgler haben wir hier. Oh, nicht so schlecht, nicht so schlecht. Würde mich freuen. Also das würde mich freuen, wenn ich noch kein 100er hätte. Wäre das definitiv ein sehr feines, ein Anwärter zum Entwickeln. Genau, denn es kam dann leider noch ein 7er Ei rein. Schlechtes Timing beim Geschenke öffnen. Haspiroa, na, wenn man nicht so viele 10er aufmacht, kommen immerhin mal wieder andere Pokémon. 691, wo bist du denn hier? Nein. Da momentan die Sternenstücke nicht mehr in den Boxen drin sind und die einzelnen richtig teuer sind. Lilieb, oder Moment mal, ich will nichts Falsches sagen, aber in der Hyperbox sind die auf jeden Fall nicht. Gibt es in irgendeiner Box Sternenstücke? Die kleineren kaufe ich aber nicht. In der Hyperbox und Abenteuerbox momentan keine Sternenstücke mehr. Und deshalb will ich ein bisschen sparsamer umgehen und wirklich nur, wenn ich 8 oder sagen wir 9 Eier parallel ausbrüte, dass ich da dann ein Sternenstück zünde. Irgendwann kommt bestimmt wieder eine Box, da sind dann Sternenstücke drin, aber jetzt muss ich mit diesen, keine Ahnung, 30 Stück oder so, habe ich momentan noch ein Sichlor. Übrigens, es war wieder eine Neständerung. Oh, ein PvP-Sichlor. Kurz vor 1500. Und zwar so richtig knapp. Da habe ich jetzt schon einige, also 4, 5, die ich da verwenden könnte. Ich habe einmal ein Team genommen, dreimal Sichlor und habe meinen Angreifer ein bisschen überrascht, glaube ich. Und den Kampf sogar mit 3 Sichlor gewonnen, ohne zweite Ladeattacke oder irgend sowas. Genau, Neständerung fällt mir deshalb ein, weil ich glaube, irgendwo ein Sichlor-Nest gesehen zu haben. Oder hatte ich nur Glück, dass 2 Sichlor dort hintereinander gespawnt sind. Ein Bamelin haben wir hier. 580 WP. Huch, das Ding habe ich noch immer nicht entwickelt. Was ist denn da los mit der Schilling? Habe ich nicht neulich ein Video gemacht mit Ramaidon und Bolteros und so? Mit Pokédex-Einträgen? Da habe ich Bamelin wohl irgendwie vergessen. Dratini, das häufigste 10-Kilometer-Ei-Pokémon und megamäßig schlecht, kann man nichts machen, immerhin 10 Kilometer Sternenstaub. Ja, das war's und hier diese Eier, das habe ich irgendwie ein bisschen verplant. Gut, dann würde ich mal sagen, für diese Folge war's das. Ich bedanke mich fürs Zusehen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter.